Hallo meine Freunde und Freundinnen der anonymen Unterhaltung und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Legend of Zelda. Wir befinden uns da, wo wir in der letzten Folge aufgehört haben, nämlich am Eingang des ersten Dungeons. Und ich würde sagen, wir zögern gar nicht lange rum und gehen direkt da rein. Ja, da stehen wir nun. Am Anfang des ersten Raums, des ersten Dungeons, im ersten Zelda. Ganz schön viele erste Male und es gibt auch ein bisschen was zu sagen wieder. Zum einen, was hat sich jetzt hier verändert durch Betreten des Dungeons? Oben links haben wir keine Minimap mehr, sondern alles ist jetzt schwarz und wir sehen nur noch einen silbernen kleinen Punkt, welcher Linksposition grob verrät, wo wir gerade sind in dem Palast. Und zum anderen, in diesem Raum gibt es einen Spielfehler, den man ziemlich leicht versehentlich ausnutzen kann, und zwar diese Türe öffnet sich, wenn man den Palast nochmal verlässt und erneut betritt. Ich weiß die genaue Erklärung nicht mehr, warum das so ist. Ich glaube, es hatte was damit zu tun, dass wenn Link ganz unten am Bildschirm ankommt, dann wird er nach oben teleportiert. Und weil der Dungeon-Ausgang aber nicht ganz oben am Bildschirm ist, sondern in der Mitte, denkt das Spiel, er muss irgendwie hier durchgelaufen sein durch diesen Teil des Bildschirms. Und öffnet dann die Türe, weil es denkt, es ist irgendein anderer Spielfehler ausgelöst worden oder so. Es ist auf jeden Fall nicht intended. Wir machen den Dungeon so, wie es gedacht war. Und gehen erstmal hier nach rechts, wo ein Raum voller Stalfos ist. Und eine davon hat sogar eine Uhr. Ja, das auch. Aber eine davon hat auch einen Schlüssel und den wollen wir hauptsächlich. So, mit dem können wir jetzt da oben dann jene Türe öffnen. Wo wir aber noch nicht lang gehen, weil hier drüben ist noch ein einzelner Raum, wo ein paar Fledermäuse rumflattern, die mich erstmal erfolgreich treffen. Aber wenn wir sie alle getroffen haben, kriegen wir einen Schlüssel. Yay! Ja, die Dungeons. Sie sind im Grunde genommen die Wiege von Zelda. Also jetzt nicht der Prinzessin, ich meine das Spiel. Denn tatsächlich war es der Teil des Spiels, der zuerst geplant war. Die Oberwelt kam erst später, als man gemerkt hat, hey, man hat viel mehr Platz, als man sich eigentlich vorstellen kann, wirklich. Nee, aber halt, man hat mehr Platz gehabt als gedacht und dann hat man noch die Oberwelt hinzugefügt. Und da hat dann Miyamoto einige Inspirationen einfließen lassen, wie zum Beispiel seine Reisen, die er als Kind unternommen hat, wo er einfach in der Landschaft rumgelaufen ist und dann auf Seen gestoßen ist und das ganz erstaunlich fand. Auch in diese Dungeons hier sind einige seiner Ideen, seiner Kindheitserfahrungen eingeflossen, auf die ich noch zu sprechen komme. Jetzt möchte ich erstmal darüber reden, was dieses Ding hier tut. Es ist ein Kompass und oben links lässt es einen roten blinkenden Punkt erscheinen auf der nicht vorhandenen Minimap. Das ist, wo entweder das Triforce-Teil in diesem Dungeon liegt oder der Boss. Ehrlich gesagt spielt das keine große Rolle, was von beiden es ist. Werdet ihr auch noch sehen. Gut, bevor wir jetzt weiter nach links gehen, möchte ich hier eine Bombe hinlegen, denn dort ist ein Geheimgang. Gleiches gilt übrigens für diesen Raum. Auch hier ist oben ein Geheimgang. Das müssten dann auch schon alle für diesen Dungeon sein. Das wird später noch ein bisschen wichtiger mit diesen Geheimgängen. Ja, auch diese wieder nicht zu erkennen, wirklich. Nee. Muss man eigentlich erraten, dass da welche sind. Ja, Zelda 1 ist nicht einsteigerfreundlich, ironischerweise. Generell, falls ihr Zelda 1 spielen wollt, ja, oder falls ihr in die Zelda-Serie einsteigen wollt und denkt, ah, Zelda 1, es steht eine 1 dran, könnte doch ein guter Teil für einen Einstieg sein. Nee, lasst das. Legt das Spiel sofort wieder weg. Holt euch Ocarina of Time oder Breath of the Wild, aber nicht Zelda 1. So, gehen wir mal hier nach links. Eastmost Peninsula is the secret. Das ist auch so ein ikonisches Zitat. Insbesondere deswegen, weil keiner weiß, was damit gemeint ist. Bis heute nicht. Es ist nicht klar, welches Secret Eastmost, welcher Peninsula. Also Peninsula ist übrigens Englisch für Halbinsel. Ich musste das erst nachschlagen. Wahrscheinlich geht es da manchen von euch auch so dann, falls sie das noch nicht getan haben.
Und, ach ja, was ich da gerade aufgesammelt habe, die Karte. Oben links. Ich komme gleich drauf zu sprechen. Ja, Peninsula, man vermutet, es ist die Halbinsel gemeint, und zwar ganz Hyrule als Halbinsel bezeichnet. Oder so, und ganz oben rechts die 100 Rubine in diesem einen geheimen Bunker, den wir im ersten Part sogar schon geöffnet haben. Da, die 100 Rubine, das ist das Secret, was gemeint sein könnte. Man weiß es wirklich nicht, was sie damit meinen. Gut, oben links. Die Karte. Sie zeigt den ganzen Dungeon. Und der rote Punkt muss wohl tatsächlich der Ort sein, wo der Triforce-Splitter ist. Die Karte hat eine besondere Form. Und zwar sieht sie aus wie ein Adler. Zumindest soll sie so ausschauen. Man kann sicherlich auch andere Formen reininterpretieren. Es soll ein Adler sein. Und der Dungeon heißt tatsächlich auch, kann ich euch jetzt verraten, Adler. Also Adler, Adler Dungeon, der Adler. Im Spiel wird es einfach nur als Igel bezeichnet, in der Anleitung wird es einfach nur als Igel bezeichnet, dieser Dungeon. Und was wir da gerade aufgesammelt haben, war ein Schlüssel. Hups, ich dachte, wir hätten schon was anderes aufgesammelt. Professioneller Let's Player und so. Ja, was wollte ich sagen? Genau, es ist der Adler-Dungeon. Die Form dieser Dungeons oder die Namen dieser Dungeons werden Link von Impa erzählt und es sind tatsächlich auch Abbildungen in der Anleitung zu finden. Das werde ich mal eben hier einblenden. Und boah, das geht alles so schnell hier. Was wir gerade aufgesammelt haben, war das Dungeon-Item. Nämlich der Bogen, den wir nicht anwählen können, weil wir noch keine Pfeile haben. Aber es ist der Bogen, den man hier im ersten Palast bekommt. Gut. Dann einmal hier wieder rausgehen. So. Sind die Viecher hier respawned? Das waren übrigens Gorijas, so nennen sich die. Wusste ich lange Zeit auch nicht. Gut. Und wir gehen weiter nach rechts. Und ihr seht schon, man kann einiges mit diesen Geheimgängen überspringen. Insbesondere, weil wir in diesen Raum hier nochmal einen reingesprengt haben. Ja, das hier sind Gorijas. Und tatsächlich gibt es hier jetzt etwas, was... Es ist lustig. Wir sind im ersten Dungeon und eigentlich sollte man denken, hier wird eine Norm gesetzt. Von wegen, so wie dieser Dungeon werden alle folgenden sein. So, das hier ist ein 0815 Dungeon. Aber nein, es ist etwas sehr Ungewöhnliches. Wir haben hier zwei Dungeon-Items in diesem Dungeon. Und zwar würde ich mal behaupten, ist das hier so ein bisschen das geheime Item. Und zwar der Boomerang. Den kann man werfen. Er fliegt nicht sonderlich weit, aber man kann ihn werfen. Und er tut irgendwelche Dinge. Ich glaube, man kann damit Gegner stunnen, oder? Ja, man kann Gegner damit stunnen. Und sie geben tendenziell mehr Rubine vielleicht. Zumindest ist das in anderen Zeldas dann so. Vorher gestunt wurden. Ne, scheint hier nicht so zu sein. Ja, weiß ich nicht, wie oft ich das verwenden werde. Wir sind auf jeden Fall beim ersten Boss. Es ist Aquamentus. Und er ist laut Anleitung eine Art Drache. Ein Einhorn, ein Drachen, Einhorn-Drache oder so. Ein Einhornmonster bezeichnet es die Anleitung. Und er lässt uns einen Herzcontainer fallen. Und was einem schon im letzten Part auffallen hätte können, aber mir besonders an dieser Stelle hier immer auffällt, ist, dass Herzcontainer einen weder komplett heilen, noch gibt es eine besondere Animation, wenn man sie aufsammelt. Was sich insbesondere nach einem Bosskampf ziemlich weird anführt. Anführt. Und hier hätten wir es nun. Das erste Triforce-Teil, den ersten Triforce-Splitter. Wir haben den ersten Dungeon geschafft und können nun in dieser grauen 8-Bit-Vorzeit den ersten Triforce-Splitter aufheben. Level 1 complete. Und da wären wir wieder, an der Oberwelt. Um ein paar Items reicher, um einen Triforce-Splitter reicher. Kann ich direkt hier zeigen, da hätten wir ihn. Und ja, was gibt es jetzt zu tun? Im Grunde genommen nichts. Einfach zum zweiten Dungeon laufen. Mehr gibt's nicht wirklich zu tun. So, dafür einmal alle Gegner hier erledigen. Und wir gehen jetzt hier erstmal nach rechts.
Da gibt es eine Höhle, die man noch nicht mal freibomben muss, glaube ich. Und zwar... Ach übrigens, ein Screen über uns, hier ist eine Fee. Falls ihr euch heilen müsst, könnt ihr hier tun. Brauchen wir jetzt aber gerade wirklich nicht. So, und wir gehen hier hin und da fällt mir auf, ich brauche mehr Geld. Geld. Wo kriege ich Geld her? Ach ja, stimmt. Stimmt, da war was. Also, wir können hier was für 80 Rubine drin kaufen. Und zwar die Pfeile. Aber 80 Rubine haben wir leider gerade nicht ganz. Weswegen wir uns auf Geldreserven hier zurückfallen lassen müssen. Und zwar liegt hier unter diesem Baumstumpf tatsächlich der letzte 100 Rubine Cash, den wir bekommen können. Also Cash im Sinne von geheimer Ort, nicht im Sinne von Geld. So, und jetzt sollten wir mehr als genug haben, um hier einzukaufen. Buy something, will ya? Und wir kaufen die Pfeile. Damit haben wir jetzt Pfeil und Bogen und können erfolgreich Pfeile verschießen. Kann ich auch mal eben demonstrieren. Das Merkwürdige am Pfeileschießen ist, dass es keine Pfeile verbraucht, sondern, wenn ihr mal gleich drauf achtet, es verbraucht Geld. Aus irgendeinem Grund verbraucht es Geld und keine Pfeile. Ich weiß nicht, warum sie da nicht zwischen die Schlüssel und die Bomben noch... zwischen die Schlüssel und die Rubine nicht noch einen Pfeil-Counter gebaut haben, aber sie werden wohl ihre Gründe gehabt haben. So, und tatsächlich müssen wir hier jetzt nochmal ein bisschen Geld holen, weil ich würde gerne noch eine andere Sache kaufen, und zwar das große Schild. Das gibt es hier. Das gibt es nicht hier, aber hier gibt es Geld fürs große Schild. Und zwar genau 30 Rubine. 90 brauchen wir. Das langt allemal, was wir jetzt haben. Und schon wieder Bomben. Das ist ja wunderbar. Und unter diesem Busch hier müsste es sein, ist jetzt ein Laden. Jawohl. Wo man relativ billig, auch wenn dieser Typ das hier nicht so sieht, relativ billig den Schild kaufen kann. Für 90 Rubine. Also es ist tatsächlich der billigste Preis, den man irgendwo finden kann fürs Schild.